Generation Car ist bei uns am DLR ein Metaprojekt, das sich mit der Entwicklung von neuen Fahrzeugkonzepten und deren Technologien beschäftigt. IUV steht für Interurban Vehicle. Das Interurban Vehicle ist ein Fahrzeugkonzept für den Individualverkehr auf der Langstrecke. Die Merkmale des IUVs und vor allem die Ziele sind es, den Langstreckenverkehr nachhaltig und lokal emissionsfrei zu gestalten. Hiermit wollen wir zeigen, wie sich zukünftig die Elektrifizierung und Automatisierung auf der Langstrecke auswirken, auf Themen der Antriebstechnologien, aber auch der Gestaltung des Interieurs und damit auch den neuen Anforderungen an Fahrzeugstrukturen und die Gesamtfahrzeugarchitektur. Beim IUV wollten wir die Reichweitengrenzen, die typischerweise bei elektrischen Fahrzeugen auftreten, durchbrechen und hier eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern für die Langstrecke ermöglichen. Der Herausforderung begegnen wir mit einem Plug-in-Brennstoffzellen-Hybrid. Das bedeutet, dass das Fahrzeug sowohl über eine Batterie verfügt, die an der Steckdose geladen werden kann, als auch über ein Brennstoffzellensystem, das sich aus Wasserstofftanks speist. Diese können auf der Fahrt auch in wenigen Minuten an Wasserstofftankstellen nachgetankt werden. Im konkreten Fall vom Interurban Vehicle haben wir ein Konzept, in dem wir die Langstrecke mit einem flexiblen Interieur bedienen wollen. Unterschiedliche Automatisierungsgrade ermöglichen uns auch von der Fahraufgabe wegzuwenden, soziale Interaktion mit den Mitfahrern zu ermöglichen oder auch zu mobilen Arbeiten. Hierfür ist es notwendig, dass wir das Interieur möglichst flexibel gestalten und die Sitzanordnung variabel auf den Fahrzustand anpassen können. Insbesondere durch die neuen Anforderungen an das Interieur und an die Unterbringung der Energiespeicher war der Wegfall von konventionellen Fahrzeugstrukturen wie der fixen Rücksitzbank oder der B-Säule notwendig. Hierfür entwickeln wir neue Crash-Konzepte, die insbesondere auf dem Schwellerbereich für die Sicherstellung der Tankintegrität abzielen, wie aber auch neue Einstiegs- und Türkonzepte, die in dem Fall von einem Seitencrash weiterhin die Sicherheit der Insassen maximal gewährleisten sollen. Unsere Crash-Elemente in der Schwellerstruktur bestehen aus solchen Sandwich-Strukturen. Hier haben wir die T-Fasern in den Deckschichten und als Kern haben wir einen Balsaholzkern. Alternativ kann man als Kern auch ein gewelltes Laminat nehmen, um somit auch mit dem Kern die Energie absorbieren zu können. Die Sandwich-Strukturen werden vorab in der Universalprüfmaschine auf Druck belastet, damit wir die Kraftverläufe und somit die Energieabsorption kennen, die ein solches Crash-Element eben bieten kann. Bei der additiven Fertigung handelt es sich um ein werkzeugloses Verfahren. Das bedeutet, das Bauteil wird Schicht für Schicht ohne ein umgebendes Werkzeug aufgebaut. Das bietet uns die Möglichkeit, sehr flexibel und sehr schnell neue entwickelte Bauteile auch prototypisch darzustellen und im Fahrzeug direkt auszutesten. Funktionsintegration bietet die Möglichkeit, leichter zu bauen, indem man gewisse Funktionen in die Struktur integriert. Am IUV haben wir das gemacht, indem wir metallische Leiterbahnen in das Laminat integriert haben. Somit kann man Strom und Daten über die Karosseriestruktur leiten. Mithilfe einer optischen Sensorfaser können wir auch frühzeitig Schädigungen im Laminat detektieren, die sonst so mit bloßem Auge nicht unbedingt sichtbar wären. Interurban Vehicle ist ein Fahrzeugkonzept, das gerade für die Langstrecke ausgelegt ist. Und gerade bei der Langstrecke sind Nebenverbraucher wie die Klimatisierung reichweitenrelevant. Das heißt, wenn der Bedarf an Klimatisierung steigt, dann verringert sich die Reichweite. Deshalb benötigt man gerade bei einem Langstreckenfahrzeug wie das IUV ein Klimatisierungskonzept, das energiesparend ist.
Metallhydrid-Klimatisierung ist eine Technik, die den Druckunterschied bei Wasserstofffahrzeugen verwendet, um aus dem Druckunterschied zwischen Drucktank und Brennstoffzelle Kälte zu erzeugen. Die Technologie kann man im Fahrzeug verwenden, um die konventionelle Kältemaschine zu unterstützen. Das heißt, die Luft wird von der Metallhydrid-Kältemaschine vorgekühlt. Man spart dadurch Energie und bei Wasserstofffahrzeugen spart man dadurch Geld, weil man Wasserstoff spart.